Hallo, ich bin die Beatrix und das ist? Hallo, ich bin die Melissa. Und das und wer ist das? Niki. Hallo Niki, wie geht's Ihnen? Gut. Aha, das wissen wir gut. Ja. Okay. Warum bist du eigentlich bei der Zeitung? Weil es Spaß macht. Warum macht es dir Spaß? Weil man da andere Kinder fragen kann. Aha, sehr interessant. Über was denn? Über welche Theorien sie in der Zeitung wollen. Aha, mich interessiert das auch sehr. Ich finde die Zeitung immer sehr gut. Woher kriegt ihr dann eigentlich eure Quellen für die ganzen Sachen? Ich weiß nicht. Wie findest du die Kinderstadt? Sehr toll. Wo arbeitest du gerade? Gerade arbeite ich noch bei gar niemandem. Und was findest du an der Kinderstadt? Welche Arbeit findest du an der Kinderstadt am besten? Polizei. Natürlich. Und wo würdest du gerne arbeiten? Bei der Polizei. Was würdest du dir hier am liebsten zum Essen kaufen? Eine Pizza. Würdest du dir gerne eine Zeitung kaufen hier? Nein. Sind sie dir zu teuer? Nein, nein, weil sonst verschwende ich nur mein Geld. Würdest du dir gerne Schokolade kaufen? Ja, auf jeden Fall. Ja. Und wo wirst du jetzt, glaubst du, arbeiten? Am allertollsten wäre es, wenn ich jetzt bei der Milchbar arbeiten wäre. Weil das ist richtig toll. Wie lange bist du jetzt schon in der Kinderstadt? Wie viele Tage oder mal? Wie lange heute? 3 Stunden schon. Und wie lange wirst du noch bleiben? Bis 6. Also bis zum Schluss. Willkommen bei den neuen News zu den Bürgermeisterwahlen. Ich habe und zwar heute eine Angestellte von den Bürgermeisterwahlen zu mir geholt, die Elisabeth. Hallo. Elisabeth, wie viele Bürgermeisterwahlen gibt es jetzt in diesem Jahr? In diesem Jahr, wenn mich nicht alles täuscht, sind es 2. Okay. Wie viele haben sich eigentlich angestellt zu den Bürgermeisterwahlen? Also wir haben 9 Einzelkandidaten und ein Team, das aus 2 besteht. Okay. Wie viele arbeiten jetzt schon im Rathaus? Boah, wenn man so Finanzamt, sind so 3, bei den Vollbürgerschafts Nachweise sind es zum Beispiel 4, dann haben wir da nur 2, die machen Sekretariat, also so da. So ungefähr kann man sagen, so 11, 12 Leute. Das sind sehr viele. Aber was mich am meisten interessieren würde, ist, was macht euch ein Bürgermeister in dieser Stadt? Ein Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin verändert die Stadt und verbessert die Stadt. Ist natürlich auch also für jeden Bürger da und möchte einfach nur schauen, dass eben die Stadt auf die Wünsche der Kinder abgestimmt wird und somit ein Stück besser gemacht wird. Seit wann gibt es das Mini Salzburg? Seit ungefähr, ich glaube, das ist jetzt die 9. Ihr müsst lügen, ich weiß es nicht ganz genau. Aber ich schätze mal so, es gibt mindestens schon 8 Kinderstädte. Also haben wir das schon gehabt. Das sind sehr viele Städte. Aber wie ist es so als Bürgermeisterin? Ja, Bürgermeisterin bin ich noch nicht, aber so als Kandidatin, ja, man hat schon einen Zeitdruck, aber der Rede, das war ganz schön was Neues für mich, weil ich das noch gar nicht gekannt habe, so vor Menschen zu stehen und einfach irgendwas zu reden, eben was man alles verändern möchte. Aber ich glaube, es ist eine sehr gute Erfahrung für die Zukunft und somit möchte ich euch allen ans Herz legen, dass ihr euch einmal traut und einfach aus euch rauskommt und einfach mal als Bürgermeisterin oder als Bürgermeister kandidiert. Okay, Ich möchte dann zwar auch noch fragen, wie alt kann man eigentlich sein, dass man Bürgermeisterin wird? Man kann, sobald man in der Kinderstadt ist, kann man Bürgermeisterin oder Bürgermeister werden. Das heißt, von 7 bis 14 ist alles möglich. Genau. Also Eltern können keine Bürgermeisterin werden? Nein, Eltern und jüngere Kinder können das noch nicht. Aber seit man 7 ist und sobald man mitspielt, Vollbürger ist und eine Wahlrede haltet, kann man das machen. Okay. Es freut mich jetzt sehr, dass du zwar zu uns gekommen bist. Kein Problem, immer wieder gerne.
Hier haben wir verschiedene Zaubertränke aus dem Forschungslabor, wie zum Beispiel Xandorinschale. Das ist das da, das hat die Nummer 9. Das sieht irgendwie aus wie etwas verschmutztes Wasser. Und da hätten wir auch noch Tannengrün, das irgendwie rot ist und gelblich. Ich weiß nicht wieso. Auf jeden Fall, hier sind ein paar Fakten über Stefan Zweig. Und zwar steht hier auch, er wurde am 22. geboren, und zwar im Jahre 1881. Es ist schon aus, Mann. Hier sind wir wieder in einer Galerie, und zwar das sind Ausstellungsstücke von der Malerei. Hier haben wir einen sehr schönen farbvollen Fisch, der grüne Augen hat. Und den finde ich auch sehr schön. Hier haben wir ein abstraktes Bild. Das ist wiederum mit sehr vielen Farben und drückt wahrscheinlich sehr viel aus. Hier haben wir einen Schmetterling. Ich glaube, der ist ein bisschen zu groß geraten. Und da haben wir auch zwei von dieser Sorte. Und finde ich alle beide sehr schön. Hallo, ich bin's, Patrick Gasser, und ich begrüße Sie hier aus der Kinderstadt Salzburg. Es freut mich sehr, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben. Und um genau zu sein, ich berichte hier von der Polizei. Wir haben heute die Ehre, mit einem unserer Beamten ein Interview zu halten. Und damit begrüßen wir... Felix Gabbert. Felix, okay. Seit wann bist du denn hier dabei? Schon seit circa 2 Stunden. Wow. Und wie gefällt dir dieser Beruf? Ist recht spannend, aber man muss auch viel niederschreiben und neue Polizisten in Empfang nehmen. Das ist kann auch Spaß machen, ist aber auch manchmal sehr anstrengend. Was habt ihr bis jetzt so gemacht? Verbrechen festgenommen? Nein, wir hatten jetzt eine Streife, Geldtransport und Neuankömmlinge und ein paar Streitigkeiten vielleicht noch. Also einen Vorfall haben wir noch. Wie hast du hierher gefunden? Wie bist du auf die Idee gekommen, Polizist zu werden? Naja, also seit ich bei dieser Woche in der Ministadt schon angefangen habe, wollte ich Polizist werden, weil ich finde das ein recht cooler Beruf, vor allem jetzt auch in der Ministadt. Glücklicherweise hat auch die Ministadt Salzburg einen Außenbereich. Diesmal waren wir beim Außenbereich im Labor, Bootsverleih und in der Fahrschule. Schau mal an, was wir dort Interessantes rausgefunden haben. Wir haben eine lange Recherche gehabt und das Ergebnis war, dass man für den Führerschein eine E-Card, einen Erste-Hilfe-Kurs, die Vollbürgerschaft und den Sehtest braucht. Dies wussten jedoch nur 3 von 10 Befragten. Hallo, ich bin Ihr Moderator und ich begrüße Sie zu dieser Sendung. Ich berichte hier live aus der Kinderstadt und, um noch genauer zu sein, vom Forschungslabor. Und es geht aber diesmal nicht um die Kinder, sondern es geht um ein Projekt des Forschungslabors. Und dazu begrüße ich diese 3 Damen. Hallo, wie heißt ihr? Marlene, Anna und Tina. Es freut mich, euch hier begrüßen zu dürfen. Ich frage euch jetzt etwas zu den Enten und ihr gebt mir Antworten. Einfach? Ja. Einfach so? Okay. Wie viele Männchen und Weibchen leben in diesem Teich? Es waren insgesamt 8 Weibchen und 1 Männchen. Und woran erkennt ihr das? Also, es waren auch noch Babyenten dabei und deswegen, wir haben wen gefragt, der sich da gut ausgekannt hat. Wie geht es Ihnen wahrscheinlich? Sehr gut, Sie sind glücklich und gechillt. Und womit verbringen Sie die meiste Zeit am Tag? Im Teich. Im Teich. Und im Teich fressen Sie, schwimmen Sie, leben Sie, lesen Sie? Sie fressen und schwimmen. Und tauchen auch manchmal nach ihrem Fressen. Sind Enten die ganze Zeit in der Gruppe unterwegs? Nein, nicht immer. Nur manchmal.
Ist eine Ente besonders geschmückt? Nur die Männchen. Die Weibchen sind nicht so. Die sind eher braun. Gibt es eine Art von Kommunikation zwischen den Enten? Also, sie machen sich mit verschiedenen Lauten, verständigen sie sich. Okay. Und das war's auch schon wieder. Es hat mich sehr gefreut, Sie heute begrüßen zu dürfen. Danke auch euch, dass Sie uns die Fragen beantwortet habt. Schalten Sie auch nächstes Mal wieder ein und auf Wiedersehen! Hier sehen wir Thomas. Er ist der längste Mitarbeiter beim Bootsverleih und stets treu als zur Hilfestellung bereit. Wir sehen ihn jetzt kurz bei der Arbeit zu. Ein sehr interessanter Job, den er hier hat, aber auch sehr verantwortungsbewusst muss man dafür sein. Wir fragen ihn mal, ob er zu uns kommen möchte. Tobias, wir machen gerade eine Reportage über dich und wir haben gehört, dass du da am längsten arbeitest beim Bootsverleih. Wie bist du auf den Job gekommen? Also ich habe halt den Job mal ausprobiert. Im letzten Jahr war ich auch schon bei der Ministadt. Damals war ich eher bei der Fahrschule halt und jetzt habe ich halt mal etwas anderes ausprobiert und da bin ich auf den Bootsverleih gekommen und hier hat es mir halt sehr viel Spaß gemacht. Und was macht dir am meisten Spaß, hier am Wasser zu arbeiten? Also man ist halt draußen auch und es macht halt Spaß, hier am Wasser die Boote hinein und hinaus zu bringen und so weiter. Also. Ist schon mal etwas Schlimmeres passiert, also dass jemand vom Boot gefallen ist oder ja, dass sein Boot gekentert ist? Also soweit ich weiß, ist bisher noch nichts passiert in dem Ausmaß und ich hoffe auch, dass sowas nicht vorkommt. Halt. Ich denke, mit dir als Hilfestellung wird das nicht so bald passieren und bedanke mich für die Reportage. Leider ist uns jetzt schon die Zeit wieder ausgegangen. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder beim sechsten Tag von Ministadt Salzburg. Und nicht noch vergessen, heute Abend müsst ihr noch über die Wahl nachdenken, weil morgen wird schon gewählt. Ich verabschiede mich hiermit ganz herzlich und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder bei Mini Salzburg.